Hallo und herzlich willkommen zu meiner kleinen Reihe über das Thema, wie schreibe ich eigentlich eine Abschlussarbeit? Mein Name ist Jörn Schlingensiepen und ich habe das Ganze mal als Vorlesung gehalten und was Sie hier sehen, ist eben der unbearbeitete Mitschnitt. Nachdem wir im letzten Abschnitt uns damit beschäftigt haben, unser Dokument zu strukturieren und diese Struktur auch durch Formatierung auszudrücken, wollen wir uns in diesem Abschnitt damit beschäftigen, wie wir diese Nicht-Textelemente, also Abbildungen und Tabellen, in unseren Text einfügen, ja, und wie wir dann auch die Verweise darauf machen, ne? Also die sind ja nicht als Selbstzweck da, die dienen ja dem Verständnis des Textes. Und natürlich wollen wir dann auch die Verzeichnisse für Abbildungen und Tabellen automatisch generieren. Gut, jetzt haben wir ja, haben wir ja eben schon über Abbildungen gesprochen. Jetzt haben wir natürlich gerne auch Abbildungen im Text. Auch die sind kein Selbstzweck. Also das geht jetzt nicht darum zu zeigen, oh, ich kann das aber besonders schön und ich habe hier nochmal eine ganz schicke Abbildung gemacht, sondern die sind eigentlich dafür da, den Leser beim Textes oder beim den Leser des Textes beim Verständnis des Textes zu unterstützen. Ja, also kein Selbstzweck. Und da gibt es, da kann man relativ leicht feststellen, ob ein Bild über ist oder nicht. Also wenn es im Text nicht referenziert wird und im Text keine weitere Beschreibung zu dem Thema des Bildes vorhanden ist, dann ist dieses Bild höchstwahrscheinlich an der Stelle unnötig. So. Das heißt, daraus folgt dieses, jede Abbildung ist im Text referenziert. Abbildungen sind auch nummeriert. Jetzt kann man auch da verschiedene Möglichkeiten sich überlegen. Ich empfehle einfach die Kapitelnummern voranzustellen, sodass man eine Abbildung 1, 2, 1, 3, 1, 4 und dann eben im Kapitel 2, 2, 1, 2, 3, 2, 4 hat. Wie gesagt, das kann sein, dass das ein Betreuer anders vorgibt, aber das ist aus meiner Sicht so, dass wo man am unfallfreisten mit durchs Leben kommt. Ganz wichtig, jede Abbildung hat eine Unterschrift und jetzt steht hier ganz lapidar, die den Inhalt der Abbildung treffend wiedergibt. Ja. Und zwar so, dass man sich was darunter vorstellen kann. Also nicht Ergebnis des Testes 4, sondern irgendwie, wie man in Test oder Abbildung Test 4, Doppelpunkt, man erkennt deutlich die Riefen oder so. Dass man halt demjenigen, der das Bild betrachtet, erstmal mit dieser Unterschrift einen Hinweis gibt, auf was er achten soll. Ja. Und ganz wichtig, diese Unterschriften sind ja nachher im Abbildungsverzeichnis. Was will ich denn in einem Abbildungsverzeichnis mit der Aussage, das ist die Abbildung von Test 4? Ja, die ist zweckfrei. Ansonsten gilt für uns, Abbildungen sind vom Text nicht umflossen. Das heißt, wir haben Text, 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 Abbildung und darunter geht Text weiter. Ich glaube, das ist überall so. Wie gesagt, wenn sich das Ihr Betreuer anders wünscht, machen Sie es gerne auch anders, aber das ist, glaube ich, so die sinnvollste Art und Weise. Auch hier wieder verwenden Sie die internen Mechanismen, also dieses Abbildungsunterschrift erzeugen und so weiter, damit die auch vernünftig durchnummeriert sind. Dann schlage ich vor, dass Sie Abbildungen nicht direkt einfügen, sondern gerade wenn Sie Word verwenden, Sie als EMF oder WMF-Datei, beziehungsweise bei LibreOffice heißen die GDI-Files, einfügen, sodass im Dokument nur noch die grafische Repräsentation der eigentlichen Abbildung abgelegt ist. Es führt dazu, dass die Textprozessoren deutlich weniger abstürzen, wenn man sie nie, wenn man sie so beschießt. Aber technische Einschränkung. Ja, hier ist es jetzt nochmal als Beispiel in LibreOffice dargestellt. Also hier kann ich quasi vorgeben, wie die nummeriert sind. Also hier habe ich vorgegeben, dass wir eben hier die Kapitelweise nummerieren. Dann sehen Sie hier so eine Vorschau, das finde ich ganz angenehm. Hier steht im Prinzip der Text. Ja, und hier kann man eben noch einstellen, wie nummeriert wird. Ja. Und wenn Sie das mit diesen Mechanismen machen, dann landet üblicherweise auch die Abbildungsunterschrift ohne weitere Probleme im Abbildungsverzeichnis. Und das Abbildungsverzeichnis machen wir natürlich auch nicht von Hand, sondern lass uns das automatisch erstellen. Ne? So sieht es dann aus. Man hat dann eben hier hinterlegt die Beschriftung. Ja? Und wie gesagt, das sieht im Microsoft Office analog aus. Ja? Und hier auch wieder einfügen Verzeichnis, Abbildungsverzeichnisse. Wenn Sie das sauber gemacht haben mit den Mechanismen, dann haben Sie nachher automatisch ein Abbildungsverzeichnis.
Damit das alles unfallfrei funktioniert und dann müssten Sie auch die Querverweise automatisch erzeugen lassen. Ja, und ich habe es ja eben schon gesagt, ein Bild ergibt ja nur Sinn, wenn es auch im Text irgendwie referenziert ist. Ja, Binsenweisheit. Ja, dazu brauchen Sie natürlich einen Querverweis. Also wenn ich ein Bild habe, das 1.1 heißt, weil es automatisch zu 1.1 nummeriert wurde, dann ist es natürlich ganz enorm wichtig, auch auf dieses Bild so referenzieren zu können, dass, falls es mal 1.2 heißt, auch dann im Text 1.2 steht. Und da Sie das ja nicht durch, ich lese meinen Text 48 Mal gegen Ende meiner Ausarbeitung lösen wollen, machen Sie das bitte mit den Querverweisen. Da kann man jetzt auch, also ich habe jetzt mal hier wieder den Screenshot mitgebracht von LibreOffice, sieht im Microsoft Office genauso aus. Und da kann man sich natürlich jetzt überlegen, was möchte ich denn da überhaupt haben, ne? Also was immer ganz gut ist, wenn Sie wissen, dass die Abbildung oder das, auf was Sie referenzieren, relativ weit weg ist, dann ist es immer ganz gut, auch die Seitenzahl noch mit hinzuzufügen. Also insbesondere, wir werden es nachher bei der Dokumentenstruktur sehen, es ergibt ja Sinn, bei der Validierung darauf zu verweisen, was man für Anforderungen hatte. Jo. Die sind aber dann üblicherweise am Anfang des Dokumentes, also ist es da nicht schlecht, wenn in so einer Referenz dann tatsächlich eine Seitenzahl mit dran steht. Also bei einer Referenz auf die nächste Seite oder auf die Abbildung, die irgendwie links steht, brauchen Sie natürlich keine Seitenzahl, ne? Gut, Tabellen. Also bei Tabellen gilt im Prinzip das gleiche wie bei Abbildung analog. Auch die sind nur da, damit sie den Text, damit sie das Textverständnis verbessern, ne? Also wenn ich zum Beispiel Anforderungen erfasse und die sind immer gleich strukturiert, dann ist es natürlich schön, wenn man die Anforderungen nachher in der Tabelle hat, dann kann man es irgendwie leichter sehen. Wenn Sie einen interessanten Datensatz haben und man kann da irgendwie was schön dran erfassen, dann ist es natürlich auch mal schön, wenn man den sieht in der Tabelle. Aber sobald der Datensatz ein bisschen größer wird, ist es natürlich auch wieder sinnlos, den komplett da abzudrucken, ne? Das muss man sich immer überlegen. Ganz wichtiger Unterschied, also Tabellen haben keine Unterschriften, sondern Überschriften. Ja, also die haben quasi ihre Beschriftung oben. Ja. Auch Tabellen sind nicht vom Text umflossen. Bei Tabellen gibt es jetzt im Prinzip so zwei Möglichkeiten. Also entweder Sie haben so eher textlastige Tabellen. Da sollten Sie dann, wenn Sie sich über mehrere Seiten erstrecken, auch dafür sorgen, dass sich der Tabellenkopf wiederholt. Na, so dass ich, wenn ich die vierte Seite Anforderungen lese, immer noch weiß, dass in Spalte 3, was weiß ich, die Gewichtung steht. Ja, sonst muss ich raten, was die 5 heißt. Und auch hier sollte man die internen Mechanismen verwenden, wo man dann sagen kann, okay, diese Tabelle hat n Kopfzeilen und diese n Kopfzeilen werden eben auf jeder Seite entsprechend wieder eingeblendet. Ich unterscheide bei meinen Dokumenten zwischen textlastigen Tabellen und ich sage mal datenlastigen Tabellen. Datenlastig ist im Prinzip das, was Sie in so einem Excel-Sheet haben, irgendwie so diese großen Zahlenkolonnen. Da empfehle ich, die nicht direkt einzufügen, sondern die einfach als Grafik einzubauen. Und so eine textlastige Tabelle ist im Prinzip, ja, das klassische Beispiel bei uns sind die Anforderungslisten, ja. Da haben Sie ja Anforderungen, Anforderungen, Anforderungen. Da steht ja auch relativ viel Prosa drin. Daher gibt es ja schon durchaus Sinn, die mit den Tabellen aus der Textverarbeitung zu machen. Trotzdem sollten die Darstellungen einheitlich sein. Das heißt also, Sie sollten dann Ihre Excel, oder Kalk-Dokumente, die Sie haben, gleich so formatieren, dass die zu dem passen, was Sie nachher in Ihrem Textprozessor entsprechend generieren würden. Also Tabelle erstellen, ganz klar einfügen, Spalten und Zeilen angeben und dann entsprechend kann man die ja später noch erweitern. Also Zeilen hinzufügen, Spalten hinzufügen. Ja, und dann sieht es im Prinzip im LibreOffice sieht so aus hier, ne, mit dem Hinzufügen, mit dem Löschen und so weiter. Damit das, na, also hier ist ja diese Beschriftung, ne? Also hier ganz wichtig, dass Sie darauf achten, dass die oberhalb beschriftet werden, ja, und dann, dass der Text ein bisschen sprechend ist, ne? Dass man ein bisschen verstehen kann, um was es geht.
Wenn wir jetzt eine Tabelle aus der Tabellenkalkulation übernehmen, dann hätten wir ja nachher ein Bild. Das wollen wir ja genau nicht. Also ich mache es so, dass ich dann einfach eine Tabelle erzeuge, die ganz normal beschrifte wie gehabt, also so wie die andere auch. Und die hat einfach die Tabellengröße eine Spalte, eine Zeile. Ja, und in diese eine Spalte, eine Zeile werfe ich dann eben meinen GDI-File rein. Also dann einfach Steuerung V und dann beziehungsweise Steuerung Shift V, so dass man eben sagt, ich möchte das Datenformat vorgeben und dann malt man sich im Prinzip per GDI in diese Tabelle das Bild seiner eigenen Tabelle rein. Muss man ein bisschen mit rumspielen, also wenn Ihre Datensätze mit einer Direktimport funktionieren, können Sie es auch gerne so machen. Und das ist ein Tipp, der funktioniert immer. Ja. Und dann habe ich die gleichmäßig dargestellt. Genau, dann sieht es bei mir so aus. Und dann sehen wir hier, also Tabelle ist tatsächlich hier beschriftet mit einer Überschrift, hat auch hier ihre Nummer bekommen. Und dann sind eben hier die Daten als Bild drin. Gut, Verweis auf Tabelle. Wer hätte es gedacht? Also gleiches Vorgehen wie bei den Abbildungen. Man muss halt hier Tabelle auswählen. Der Dialog ist bei Microsoft genau gleich. Bei Google Docs müssen Sie sich ein Plugin installieren und dann ist auf der rechten Seite ist es dann entsprechend dargestellt, wenn Sie da Querverweise machen wollen. Wenn man es so macht, dann positives Abfallprodukt. Wir haben ein Tabellenverzeichnis aus dem Nichts, können es also quasi automatisch erzeugen mit möglichst wenig Aufwand. Ja, das ist ja schon mal gut. So, nachdem wir jetzt Bilder und Tabellen drin haben, kümmern wir uns im nächsten Schritt, also im nächsten Abschnitt, im nächsten Video, darum, wie wir ein bisschen steuern, wie der Textfluss ist, ne? Also wo die Seitenumbrüche sind und wie die erzeugt werden. Auch das wollen wir wieder automatisieren, aber das sehen Sie dann im nächsten Video.